Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Astrophysik TV. Was ist die habitable Zone? Das ist das Thema in unserer heutigen Folge. Wir wollen das jetzt aufklären. Wir haben ja einen Stern und wir haben auch einen Haufen Planeten, die unterschiedliche Temperaturen aufweisen. Der eine ist sehr heiß, der andere sehr kalt und bei den einen herrschen lebensfreundliche Temperaturen zum Beispiel. Da hat man schon mal eine Erklärung dafür. Das ist der Abstandsbereich um einen Stern, in was der Planet befinden muss, damit lebensfreundliche Temperaturen herrschen, sodass flüssiges Wasser existieren kann, was Voraussetzung für das Leben ist. Jetzt sieht man ja schon unser Sonnensystem und wir sehen jetzt gleich zwei rote Linien. Der erste kennzeichnet den inneren Rand, wo sich Venus befindet, und der zweite den äußeren, wo sich der Mars befindet. Da sieht man schon Venus zu heiß, Mars zu kalt und die Erde genau optimal. Die habitable Zone kann berechnet werden mit der Gleichung dAe gleich Wurzelleuchtkraft des Sterns durch Wurzelleuchtkraft der Sonne. Aber wir sehen jetzt auch hier in der Grafik, um diese Gleichung genauer zu verstehen, Leuchtkraft des Sterns und die habitable Zone. Also man sieht, dass leuchtkräftige Sterne, dass alle Planeten wesentlich weiter entfernt sein müssen, bei lebensfreundlichen Temperaturen, als bei Sterne, die nur eine geringe Leuchtkraft haben, wie man sehr hoch sieht, bei Gliese 5 nach 1 und der Sonne. Wir haben einmal die Sonne an den roten Zwerg. Gliese 5 nach 1 hat weniger als 1% der Sonnenleuchtkraft und sieht man schon, dass die Planeten extrem nah an Sternen liegen müssen, weil überhaupt lebensfreundliche Temperaturen herrschen können. Aber was ist mit Planeten, die sich nur teilweise in der bewohnbaren Zone finden? Kann es da auch Leben geben? Ja, weil diese Planeten sind mal zu nah oder mal zu weit von den Sternen entfernt. Und genau in diesem Bereich, wenn sie sich mal in der Lebenszone sie befinden, könnten Mikroorganismen existieren, die genau in diesem Zeitraum wach werden. Und wenn dann der Planet wieder weiter weg ist oder näher ist, schlafen sie wieder ein. Bis zum nächsten Mal dann. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.